Ja, hey und willkommen zum ersten Video von unserem Tribejagd-Server. Erste, vielleicht für euch noch wichtige Information, ihr könnt noch joinen, denn Raid-Zeiten sind nur am Wochenende, das wird bei uns über eine Mod geregelt und dementsprechend könnt ihr halt einfach so ein Protection Shield placen und alles, was da drunter steht, ist halt safe. Heißt also, ihr könnt euch jetzt da easy unter der Woche noch aufbauen, offenbar 50 geht es halt vollkommen klar. Und dann nächstes Wochenende an den Raid-Aktionen noch teilnehmen, falls ihr halt irgendwie so überhaupt nicht mitbekommen habt, dass der Server startet. Und ja, genau, ich habe leider hingekriegt, meinen Sound zu verkacken in der Aufnahme. Das heißt, die erste Stunde oder so ist bei mir ohne Ton. Dementsprechend die paar Sachen, die ganz lustig oder spannend oder was auch immer waren, seht ihr jetzt gleich mit ein bisschen Musik im Hintergrund oder jetzt vielleicht auch schon im Hintergrund. Ja, und ich habe auch vor, auf dem Server vielleicht mal zu streamen. Das seht ihr dann aber nochmal in einem extra Ankündigungsvideo, wenn da wann, wie, wo, wer, was vielleicht dabei rumkommt. Ja gut, dann haut da rein und viel Spaß mit dem Video. Habt ihr das C4 auch mitgenommen? Weil das liegt noch im Fabrikator. Ja, ich weiß nicht, wer nimmt das denn?
Ja, Ghost ich komme jetzt gerade erst in die Base. Was, wie ich? Also wenn Gato den Archie hat, dann sollte Ghost C4 nehmen, würde ich sagen. Ja, okay, dann komme ich wieder an Tolles C4. So, der, wo man halt am erwarten muss, dass er am längsten lebt halt. Alles klar, als ob ich das bin. Also Nogger, der in der Base bleibt. Ja. Ja, zünden, rums. Kann man gerade einer, dass B-Mod geht? Auch mal einfach, weil ich krieg das doch selber auf. Ja. Oh, schön. Oh Mann. Lass mal das Gate auf. Ich muss dann das C4 mitnehmen. Na gut. Oder auch nicht. Nee, by the way, wenn jemand... Ja... Ich bin aber noch nicht ready. Ach, come on, PC. Das ist so nervig mit dem Eingang, ne? Wir müssen echt noch da... Wir haben immer noch keine Turrets, oder? Nee. Ja, die hatten halt auch nicht viele Forges, glaube ich. Die haben maximal vielleicht so 8 oder 10. Die, also die ja, egal, die maximal klauen können. Der steht hier auf der anderen Seite. Auf dem Ausleger. So. Also einfach einmal durch die Base durch. Du hast C4? Ja, habe ich. Gut. Sind da auch? Ja, klar. Oh, ich habe Betäubungspfeile dabei, um die ein bisschen zu betäuben. Ich pinkel drauf und hoffe, dass das eine Reaktion auslöst. So, soll ich jetzt noch jemanden mitnehmen? Bei deiner Pisse auf jeden Fall. Leute? Ja, also ich dachte, du ja, nimmst nee. Mit halt. Ja, wo bist du denn? Ja, vor der Base. Neue ja, da, sonst nimm mich genau mit und Rapix mit dem Vogel, wenn ich sprengen soll. Weil da hat wahrscheinlich Rapix mit seinem Vogel mehr was. Gut, also Rapix nimmt den Vogel. Rapix macht die Tür zu. Ja, ja nice. Ich bin gerade runtergefallen. Was, ja, ich bin halt oben, aber... Ja, die geht... Also außen die große. Jetzt hätte ich fast Rapix gegrabt. Hab ich gesehen. Sehr schön. Ja, wir warten halt noch auf Prototype. Soll ich den denn mitnehmen? Nein, 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 ich komm nicht mit. Chillt, geht. Ja doch, komm mal mit. Bin eh gleich erstmal weg, AFK, für eine Stunde. Junge, komm doch einfach noch mit, das dauert doch 10 Minuten. Bitte. Ja, keine Ahnung, jetzt lass aber hinne machen, so. Ja, aber also dafür ist noch mach sie gleich also alleine schon weg. Mal, schon mal, wenn einer mehr dabei ist. Rapix, bitte flieg ja, doch los. Ja, da stehen zwei PTs und irgendwie vielleicht ein, zwei Vollidioten halt rum. Leute auch, oder? Aber Rapix, ich komm doch nicht mit. Ja, Ghost alleine macht doch 3. Au, oh, jetzt bin ich. Alter. Warte, hier gibt's noch gerade Probleme im Betriebsablauf. Ja, das ist halt wirklich ja, eine Steinbutze. Ja, Leute. Ist halt echt so. Ich bin vorher jetzt bei denen mega offen um das Schild rumgeflogen, ja, so nicht, zwei Meter. Ich den Stein rein, ich kann das noch von euch inner machen kurz. Ja, dann mach das jetzt gleich Prototype oder dann lass sie jetzt off und komm jetzt. Ja, ich hab's auch auf ihn lassen, ist doch schick. Deswegen hab ich's ja gesagt. Ja, Turrets. Ja, GG, und sie haben uns gefunden. Und sie haben Ghost direkt mitgenommen. Ghost, hast du einen Fallschirm? Naja, ich will nur nicht so früh ziehen. Hä, hey, Digga, als ob der gerade nicht gebolert wurde dadurch. Seh dich nicht mehr. Hinter dir. Ja, und er hat mich. Gott, Alter, ich bin echt der letzte Noob im Graben, holy shit. Sein Argent hat keine Stamina mehr. Ja, dann töten, oder? Töten, er regeneriert ja nicht. Ja, Digga, ich bin so behindert. Ich hab ihn gebolert. Okay, nice. Und er hatte keinen Fallschirm, ist tot. Der Spieler. Ja, den Pete erstmal kurz killen dann. Wo ist der Argent? Ich hab den Argent. Gut, gib her. Töte den Pete. Ich hab meine Betäubungsfalle ausgerüstet. Ja, ja, dann. Da kommen jetzt noch mehr. Schieß drauf. Go, go, go. Ja, ja, ich bin schon dabei, aber Armbrust hat ein bisschen rumgebackt gerade mit nach. Da kommt einer. Schnell finishen jetzt bitte. Ich hab ihn gebolert. Du hast ihn gebolert? Tot. Also den PT. So, ja, der eine ist halt tot. Da ist ja, ein Archie. Oh lol, ich hab einen von euch gehittet. Ja, der Archie fickt mich, ne? Und ich hab halt das C4, warte mal. Ja, dann spreng ihn. Mach als C4 an ihn ran. Dann wieder langsamer, du musst nicht sprengen, ne? Alter, du das C4 dein ran. Ernst? Ja, sorry. Ja, lass... Ja, ich werd halt getötet, Leute, ne? Ich kann den keinen C4 anblazen. Rapix hat mich halt gerappt. Der hat mich geautolootet, der hat jetzt mein C4. Also wenn Gato den Archie hat, dann sollte Ghost C4 nehmen, würde ich sagen. Ja, okay, dann komme ich wieder an tolles C4. So, der, wo man halt am erwarten muss, dass er am längsten lebt, halt. Der, wo man halt am erwarten muss, dass er am längsten lebt, halt.
Ich hab einen aus dem Argent rausgegrabt. Ja, flieg halt weg. Wir müssen weg. Halt den Argent töten, halt ne? Nix. Flieg halt nach Hause halt. Da haben wir grad nichts von. Ja, der Argent hat mein Zeug. Wenn wir den umgebracht kriegen, dann haben wir was davon. Ja, aber wir können uns auch einfach ihre Base vornehmen und unser Zeug dann zurückholen. 5 C4 und ein Remote sind drauf. Also der Argent ist gerade unbemannt. Ja. Ich hab einen Pete. Ein Pete, was nicht viel Schaden macht. Ja, klopp den Argent. Ich würde den Argent an der Stelle gerade kloppen. Oder du holst dir jetzt einen Player da vorne. Der pfeift nämlich gerade den Argent in die Base. Aber jetzt ist der Argent in der Bubble. Ja, drin. Aber ich mache 86 Schaden. Die hat ein paar tausend Leben wahrscheinlich. So, ja, ist halt du sollst den ja, toll. Spieler dann müssten wir jetzt halt mal schnell diese scheiß Bubble zerstören. Ja, hol C4 nach. Ja, die Bubble ist halt gleich Geschichte. Und dann nehmen wir uns als erstes vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns wirklich den Arsch vornehmen wollen. Also wir legen einfach die Base in Schutt und Asche halt. Dann, das denke ich, sorgt dafür, dass deren Kampfgeist auf jeden Fall mal sinkt. Dann verpissen sich vielleicht manche schon, weil sie denken, bringt nichts oder so. Ja, das wird jetzt halt gleiche Flame geben, weil die werden sagen halt, boah, ist das für eine Scheiße, wir dachten, das ist unzerstörbar. Ja, macht ihr mal, ich übernehme mit Schreiben dann. Ist kaputt, ja. Ja, jetzt, die haben Turrets. Aber die ernsthaft? Sind noch nicht an. Ja, dann mach jetzt auf. Nice, sehr schön, sehr schön. Ja, das war ein Triple Kill. Easy. War ein ganz dezenter. Lol, wie er halt gerade versucht, mich zu grabben und in dem Moment eine 3C4 reinfliegt. Ich kümmere mich um den Argent, ne? Einfach immer wieder, also ihre Betten halt vor allem auch, ne? Ich glaube, mein PT hängt hier ganz dezent fest. Kannst du hier einmal rein bei Rodo? Ich kann gerade halt nicht wegen La. Also. Danke. Mach mal die Betten kaputt. Erbärmlich dumme Leute am Anfang raiden. Alter. Alter Schwede, ey. Direkt wieder flamen, ey. Einfach nichts schreiben. Dich hau ich noch mit der Spitzhacke um, du. Bin ich jetzt gerade wirklich mit der Spitzhacke getötet? Ja. Lol. So, haben wir den Archie schon gemacht? Hier ist gerade einer auf den Pete aufgestiegen. Der fliegt jetzt gerade weg. Ich weiß halt nicht, ob der irgendwas mitnehmen konnte. Ich komme halt logischerweise nicht hinterher. Das C4 haben sie, by the way, nach wie vor. Nee, der Archie ist tot, oder? Ich hab den Archie. Ja, aber der ist da, der hatte das C4 nicht mehr. Ja, aber wir liegen ja überall Bags halt. Ja, dann holt euch das Zeug. Ja, ich geh mal halt den PT chasen, falls der halt weniger Stamina hat als ich, dann kann ich den noch töten. Dann Rapix, pass mal kurz auf. Also ich hab halt zwar noch einen Remote, aber sonst nichts Wertvolles dabei, also. Ja, und nimm halt alles mit, was du mitnehmen willst. Ja, alles. Naja, also keine Ahnung, Holz oder so brauchst du nicht mitnehmen. Ja, ist schon klar. Ja, aber ist doch gut, wenn die anderen das ja, halt... Die also sind halt auch obendrein nicht so schlau am Spielen, sag ich jetzt mal. Not really. Oh, ja, die haben ja, Kaktus. Wir wollen uns jetzt wohl nicht in die Hose kacken, weil hier einer sagt, er will den Server lieben. Wow. Mann, das ist doch gut, dass wenn die anderen schreiben halt... Also die anderen scheinen sie auch begriffen zu haben. Es ist schlimm genug, dass wir uns in die Hose gekackt haben, diese Kackputz hier aufzumachen. Ja, Vorsicht ist halt immer schon nicht schlecht. Ja, gut, aber... Nice, ich habe jetzt Ewigkeiten lang jemanden gechased, der 3 Granaten dabei hatte. Uiuiui. Wie du den wieder gerissen hast. Ja. Okay. I don't know. Und cool. Wir fahren ganz also Moment, viel wenn man gerade den PT töten will und sich so denkt, scheiße, hab nur eine Spitzhacke dabei und plötzlich droppen 3 Alos auf den drauf.